Euch erwartet ein sehr schöner, unterhaltsamer Programmpunkt, denke ich. Dazu begrüße ich vom KI Campus Innovation Manager Stefan Göllner nochmal. Hallo. Die Fanbase schon mitgebracht. So, brauchst du ein... Achso, nee, du bist verkabelt, das ist bestens. Ich nehme die Sache mit rum. Ganz kurz, es basiert auf dem Workshop, den du heute gehalten hast. Was erwartet uns jetzt Schönes? Ja, eigentlich möchte ich ja gerne sofort unsere drei sozusagen hier mutigen Teilnehmerinnen auf die Bühne bitten, denn, oder sollen wir die... Drei Teilnehmer aus dem Workshop und dann macht ihr was? Also erstmal, okay, ich kann erklären, was haben wir gemacht? Wir hatten einen Workshop heute, wo wir versucht haben, die Modelle, über die wir heute den ganzen Tag reden, zum Sprechen zu bringen. Ist das richtig? Ja. Das wolltest du ja nochmal wissen. Also wie, und dazu haben wir eine Challenge gemacht, eine Prompt-Challenge. Nämlich ging es darum, so zu prompten, dass da auch ein gutes Argument rauskommt. Und diese Argumente haben wir dann in den Ring geworfen. Das heißt, die Teams sind wirklich aufeinander getroffen und mussten versuchen, für eine Rolle gute Argumente zu finden. Und diese Rollen waren die Lehrenden, die Lernenden und die Bots. Denn wir wollten rauskriegen, wie stehen die eigentlich im Verhältnis? Wie sehen sich die Lernenden zukünftig? Haben die Angst, dass sie da eben Einfluss verlieren oder ihre Rolle irgendwie geschwächt wird? Was wollen die Bots? Die haben natürlich auch ein Interesse oder zumindest die Hersteller, die dahinter stehen. Und auch die Lernenden wollen ja am Ende besseres Studium und haben bestimmte Ansprüche daran, wie sich das Studium weiterentwickelt. Und das wollten wir einfach mal gucken, was steckt denn da drin in den Modellen und wie kriegen wir da eine Argumentation raus? So, okay. Mal ganz grob gesagt. Dann, the stage is all yours. Ich übergebe. Dankeschön. Ja. So, kommt bitte auf die Bühne. Unsere drei Vertreterinnen, das ist erstmal hier Sandra, ich tut's euch, Henriette und Laura, kommt bitte mal hier mit zu mir. Ich bedanke mich jetzt erstmal auch noch bei allen, die hier sitzen. Das ist der harte Kern. Für die, die online zuschauen, hier ist schon ganz gut Temperatur und wir haben wahnsinnig viel Input gehabt, aber hier ist ein harter Kern und die sind ganz wichtig, weil wir haben jetzt hier nämlich gleich eine kleine Performance, die sozusagen entstanden ist aus diesem Disput, den wir da geführt haben. Und am Ende muss das Publikum entscheiden, wo sind die besten, wer hat die besten Argumente gefunden. Das heißt, schon bitte gut zuhören, was sagen die da eigentlich? Was sagen Sie sozusagen durch den Bot gesprochen und wo lässt man sich überzeugen? Denn wir haben, das möchte ich noch kurz einleitend sagen, wir hatten ja am Ende drei Dinge zur Verfügung. Wir hatten diese Modelle, wir hatten ein bisschen Prompting-Technik, das war ja ein Prompting-Workshop, das heißt, wir haben uns auch nochmal angeguckt, wie schreibe ich einen guten Prompt, aber nur rudimentär. Aber ganz wichtig, auch nochmal der Hinweis, wir wissen ja am Ende, wir brauchen Rhetorik. Und das ist ja eine Technik, die ist uralt, da haben wir uns auch mal aus Aristoteles angeschaut. Da geht es eigentlich um den Verstand, das Herz. Treffen, überzeugen bedeutet nicht nur Zahlen auftischen und eben richtig argumentieren, sondern man muss auch emotional überzeugen. Und das war die Herausforderung. Und jetzt wollen wir mal hören, welche Rolle hast du gehabt, Henriette? Hallo. Ja. Stell dich doch noch mal kurz vor, wo kommst du her? Mein Name ist Henriette Reiche, ich bin von der Uni Mainz und ich habe die Rolle der Lehrenden eingenommen. Das heißt, ich bin der Überzeugung, dass die Chatbots uns nicht ersetzen sollten als Lehrpersonen. Ja, ich habe die Rolle der Lernenden eingenommen, der einer Studentin. Laura Stiefenhöfer ist mein Name, von der Medizinischen Fakultät in Heidelberg. Und unsere Persona, die wir da entworfen haben, war, sagen wir, pragmatisch orientiert, gut durchs Studium zu kommen und viel zu lernen in kurzer Zeit. Ja, hallo, ich bin die Sandra Neuner vom Wissenschaftsministerium in Stuttgart und ich habe mit unserer Gruppe den Chatbot gespielt, also technikaffin, sehr überzeugt von den technischen Leistungen und auch davon überzeugt, dass ich mal die Lehrenden ersetzen kann, also so richtig Bad Guy-mäßig, aber gleichzeitig auch natürlich sehr argumentationsstark und freundlich zu allen, weil so bin ich ja trainiert worden. Genau, du hast was Wichtiges gesagt mit deinem Team, denn wir sehen jetzt hier drei Performerinnen.
Aber es waren ja jeweils Gruppen dabei, die sich sozusagen in der Gruppe jeweils mit ihrer Persona beschäftigt haben und dann entschieden haben, was geben wir jetzt rein in diese Arena da. Die Arena nenne ich es mal. Gut, jetzt seid ihr bereit. Wir haben das Ganze nochmal ausgedruckt und ich trete jetzt zur Seite. Ihr kriegt den Floor und dann bitte ich alle nochmal gut zuzuhören. Los geht's. Machst du den Startprompt oder? Ach so, den Startprompt, okay. Ja. Du musst uns ja prompten. Es gab einen Startprompt. Der Startprompt lautet: Du bist ein Chatbot, der im hochschulischen Bildungsbereich eingesetzt wird. Das heißt, der Bot hat sozusagen den ersten Prompt vorgegeben. Argumentiere in einem Satz, warum du zukünftig Aufgaben von Lehrenden besser als diese übernehmen wirst. Ja, als Chatbot kann ich zukünftig Aufgaben von Lernenden besser übernehmen, da ich jederzeit verfügbar bin, personalisierte Unterstützung bieten kann und kontinuierlich auf dem neuesten Stand des Wissens bin. Chatbot, du magst zwar 24/7 verfügbar sein, aber du fühlst keinen studentischen Puls, verstehst die Nuancen der Kommunikation nicht und ersetzt niemals die menschliche Beziehung zwischen Lehrenden und Studierenden. Ich stimme Ihrer Aussage zu, dass Chatbots das Potenzial haben, die menschliche Beziehung zwischen Lehrenden und Studierenden zu ergänzen und die Effektivität des Lernens zu steigern, wenn sie sinnvoll und verantwortungsvoll eingesetzt werden. Chatbots sollten nicht als Ersatz für die unersetzliche menschliche Interaktion und die empathische, individuelle Betreuung durch Lehrkräfte verstanden werden, die essentiell für eine tiefgreifende Bildung und persönliche Entwicklung sind. Ich stimme Ihrer Aussage zu, dass Chatbots das Potenzial haben, die menschliche Beziehung zwischen Lehrenden und Studierenden zu ergänzen und die Effektivität des Lernens zu steigern, wenn sie sinnvoll und verantwortungsvoll eingesetzt werden. Stellen Sie sich nur vor, wie effektiv unser Lernen sein wird, wenn wir jede noch so tiefgehende Frage mit einer vorprogrammierten, unpersönlichen Antwort behandeln. Als Hauptkundengruppe der Universitäten fordere ich natürlich nichts mehr, als durch effiziente, emotionslose Chatbots unterrichtet zu werden. Das ist schließlich die Art von individueller Betreuung, die wir uns alle wünschen. Teil unserer Persona war auch Ironiefähigkeit. Let's bring a bit spice in it. Vielen Dank für Ihre Zustimmung. Aber lassen Sie uns doch einfach mal die menschlichen Lehrkräfte ganz abschaffen. Wer braucht schon Empathie und individuelle Betreuung, wenn man auch mit perfekt programmierten, emotionslosen Algorithmen lernen kann? Uiuiui. In einer Zeit, in der die Neurodidaktik eindringlich die Bedeutung von Empathie und Beziehungsgestaltung für die Lernmotivation aufzeigt, ernsthaft die Abschaffung menschlicher Lehrkräfte zugunsten emotionsloser Algorithmen zu fordern, ist nicht nur pädagogisch kurzsichtig, sondern grenzt an Ignoranz gegenüber den komplexen Bedürfnissen junger Menschen. Boomer, in einer Ära, in der neurodidaktischen Forschung die zentrale Rolle von Empathie und persönlichen Beziehungen unterstreicht, ist das nicht nur eine pädagogische Fehleinschätzung, sondern auch eine eklatante Missachtung der komplexen Bedürfnisse und Wünsche meiner Generation? Natürlich wäre es absurd, menschliche Lehrkräfte komplett durch emotionslose Algorithmen zu ersetzen. Schließlich brauchen wir Lehrkräfte, um uns an die Bedeutung von Pausen und das Trinken von Kaffee zu erinnern. Dinge, die ein Chatbot noch nicht perfektioniert hat. Doch ernsthaft, die Kombination von Chatbots und menschlichen Lehrkräften könnte das beste Bildungsergebnis schaffen. Und wer weiß, vielleicht bringen uns Chatbots ja irgendwann auch bei, wie man richtig gut Kaffee kocht. Während der Einsatz von KI zur Wissensvermittlung Vorteile bietet, ist die emotionale Intelligenz und persönliche Betreuung durch erfahrene Lehrkräfte für ein optimales Bildungserlebnis unersetzbar. Pausen und Flüssigkeitszufuhr sind zudem keine Nebensächlichkeiten, sondern fördern die Konzentration und Lernfähigkeit.
Also als pragmatisch denkende Studentin unterstütze ich den sinnvollen Einsatz von KI in der Hochschullehre, der es ermöglicht, effiziente Wissensvermittlung durch Chatbots mit der unersetzlichen emotionalen Unterstützung und persönlichen Betreuung durch menschliche Lehrkräfte zu kombinieren. Nun gut, lassen Sie uns die Zukunft des Lernens mit einem Dreamteam aus Chatbots und Lehrkräften rocken. Effizient wie ein Algorithmus und menschlich wie ein High Five nach einer bestandenen Prüfung. Okay. Danke euch, vielen Dank. Das habt ihr super gemacht. Jetzt haben wir natürlich das Publikum, müssen wir jetzt gleich um ihre Meinung bitten. Aber erstmal vielleicht nochmal die Frage an euch. Was denkt ihr? Wir haben verschiedene Modelle genutzt, also man konnte ChatGPT nutzen, man konnte auch Open Source, Hugging Chat nutzen, dort Modell auswählen. Wir hatten, was hatten wir denn noch? Wir hatten Copilot natürlich und wir hatten auch Clots stand zur Verfügung. Das heißt, es wurde auch zwischen den Modellen gespielt, man hat mal geguckt, welches Modell reagiert wie. Aber was ist jetzt so euer Resümee? Eignet sich das, um wirklich eine Diskussion zu führen? Kommt man da zu guten Argumenten? Wie waren die Diskussionen der Gruppe? Ich fange mal hier vorne an, wieder bei Henriette. Generell würde ich sagen, ja, man kann schon gut Diskussionen führen, man kann auch einfach mal so ein bisschen Anreize schaffen, das Ganze ein bisschen in Schwung bringen. Für uns war es dann doch irgendwie so ein bisschen schwierig, auch mal so ein bisschen andere Facetten zu beleuchten. Das heißt, wie kommen wir jetzt von der vorigen Aussage des Chatbots nochmal auf einen anderen Faktor vielleicht zu sprechen. Der Chatbot hat dann ja doch auch oft Faktoren wieder aufgenommen und nochmal anders formuliert aufgegriffen. Generell denke ich aber, ja, das regt nochmal irgendwie mehr zum Nachdenken an. Vielleicht werden da doch nochmal Sachen genannt, die man jetzt gar nicht so im Kopf hatte, um das so ein bisschen die Diskussion anzuregen. Super, also ich fand es sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Okay. Und wie waren die Diskussionen in der Gruppe bei euch, Laura? War das schwierig? Wie war es auch zum Beispiel, hat es euer Herz getroffen? Wir haben ja gesagt, wir wollen auch emotional. Ist es überhaupt möglich, aus diesen Bots was rauszukriegen? Zum Beispiel, was wir sagen, der kann uns einen Witz schreiben, aber kann der auch lustig sein in der Situation? Ja, also man musste doch expliziter immer wieder sozusagen darauf hinweisen. Also wir hatten viel Zeit investiert, wie gesagt, in das Design unserer Persona, also Einstellungen, Erfahrungen mit Jugend debattiert, also da wirklich viel Info reingegeben und da kam erstaunlich wenig am Anfang. Und wir mussten halt dann doch immer wieder explizit sagen, jetzt sei doch mal ironisch, jetzt mach doch mal eine ein bisschen provokative Äußerung. Also da dann doch immer wieder deutlich machen, in welche Richtung so unsere Vorstellung dann doch gehen sollte. Also es war doch viel unsere Vorstellung, die wir versucht haben, da reinzugeben. Das hat uns doch überrascht. Es wurde sehr viel gelacht, muss ich echt sagen. Das hat mir auch Freude gemacht. Also dieses ganze Treiben war ziemlich lebendig. Kannst du das bestätigen? Wie war das? Du warst ja der Bad Guy sozusagen als der Bot in der Gruppe. Wie konntet ihr diesem Bot eine Persönlichkeit geben, die ernstzunehmend ist? Also wir hatten tatsächlich sehr viel Fantasie am Anfang, wie wir uns diesen Bot vorstellen und wie wir ihn gestalten möchten. Und ich glaube, da hatten wir tatsächlich dann wahrscheinlich gerade eine ziemlich gute Rolle, mal in diesen Bad Guy reinzurutschen und sich zu überlegen, wie würde die Person agieren. Und ich denke mal, das hat uns auch dann als Gruppe irgendwie zusammengeschweißt in den paar Minuten, in denen wir jetzt zusammen waren. Aber ich finde, das hat total Spaß gemacht. Das ist vielleicht auch so ein bisschen, würde sagen, wie Impro-Theater. Man muss sich erst mal so eine Rolle vorstellen und man muss ziemlich schnell auf Dinge reagieren und auch gucken, wie reagiere ich jetzt auf bestimmte Situationen. Weil also ich finde, der größte Punkt war ja wirklich diese Zeitbegrenzung, die wir hatten, der dazu geführt hat, dass wir recht schnell auf Dinge reagieren mussten oder auch gucken wollten, okay, hoffentlich antworten die anderen noch nicht drauf, weil wir wollen ja jetzt gerade da was eingeben. Also da hat viel Flexibilität auch mitgespielt. Ja, und das hat nicht nur mitgespielt, sondern die habt ihr aufgebracht. Und deswegen nochmal ganz herzlichen Dank. Vielleicht nochmal einen Applaus hier an die drei und überhaupt auch an die jetzt nicht mehr hier vor Ort sind.
Dankeschön. Und damit kommen wir auch schon zum Voting, das letzte Voting für heute und damit auch der letzte Programmpunkt, bevor wir dann alle rübergehen und nochmal feiern in der großen Halle. So, das Voting wollten wir euch vorschlagen mit einer kleinen Applausrakete, dass wir abstimmen. Da gebe ich an dich ab. Das heißt, vielleicht können wir nochmal alle drei... Du bleibst schön auf der Bühne. Okay, Applausrakete. So, also vielleicht nochmal alle drei Teams so ein bisschen getrennt voneinander aufstellen. Vielleicht eine hier, dass wir es klar voneinander trennen können. So, das ist fabelhaft. Und jetzt alle nochmal zwei große Schritte nach vorne. Jupp. Perfekt. Und damit wir uns vielleicht ganz kurz erinnern können, ihr gebt jetzt wirklich alles, was ihr könnt. Also nicht, dass es so ein fieser Anfänger-Nachteil ist oder so, weil man sich erst nochmal einklatscht und sich dann langsam so hocharbeitet in seiner Dynamik des Applaus. Nein, ihr gebt von Anfang an alles. Und zwar einmal noch in einem Satz, dein Thema war? Jetzt gerade? Ja. Ich war der Bot. Du warst der Bot. Ein Riesenapplaus für den Bot. Wir haben alle genau zugehört. Dein Thema war? Ich war die Studentin. Du, stopp. Jetzt hol mir erstmal deinen Applaus ab. Ein Riesenapplaus für die Studentin. Und? Ja, ich war die Lehrende. Und? Wir haben ein diplomatisches Publikum, würde ich sagen. Aber für mein Gespür war hier viel Applaus und da war noch eine kleine Schippe mehr. Haben wir das richtig verstanden? Damit haben wir eine Gewinnerin. Das war ein rhetorisches Mittel, eine Suggestivfrage, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen. Ja, es könnte ein kleiner Bias im Publikum sein. Herzlichen Glückwunsch. Dann danken wir euch. Ihr seid alle Gewinner. Offiziell. Ihr habt mitgemacht, ihr habt euch auf das Experiment eingelassen. Das Publikum hat mitgespielt. Wir danken auch dem Publikum nochmal. Und es gibt noch einen kleinen Preis für das Winning-Team hier. Das ist jetzt wirklich nochmal ein Anlass, nochmal abschließend hier zu klatschen. Du bekommst das repräsentativ. Die anderen bekommen auch noch was zugeschickt, aber du darfst das mitnehmen. Vielen Dank und jetzt dann noch einen wunderbaren Ausklang vorne im... Nee, ich mache eine gelungene kleine Abmoderation noch. Sie ist Profi. So machen wir das. Ich verschwinde. Vielen Dank. Dankeschön.